Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft mit Devil. Und in der letzten Folge haben wir hier, sage ich mal, alle vier Wohnhäuser fertiggestellt und die Zwischengänge. Jeder hat jetzt wirklich sein eigenes Haus. Heute steht auf dem Plan, dass dieses Haus geupgradet wird. Dass da hoffentlich noch ein Bett reinkommt. Und dass wir die Town Hall neu aufbauen. Die wird quasi abgerissen und wird in neuem Stil neu aufgebaut. Ich werde natürlich den lieben Aiden das bauen lassen. Und ich habe gerade gesehen, schön weihnachtlich haben unsere Villager jetzt eine... Gehen wir hier kurz aus dem Weg... eine kleine Weihnachtsmütze auf. Also, das ist ja allerliebst. Ne, also wirklich, jeder unserer Einwohner hat jetzt quasi eine schicke Weihnachtsmannmütze, eine Bombenmütze auf. Ganz passend. Vielleicht haben die ja auch zu Ostern dann ein paar Osterhasenohren. Wer weiß. Aber das werden wir, ja, wenn es überhaupt noch so lange läuft, werden wir dann erst später erfahren. Ihm werde ich hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Wheat geben. Brote hat er ja eigentlich genug. Da werde ich mal ein Stack Brote zum Restaurant bringen, dass die im Notfall auch verteilt werden können. Sind zwar noch ein paar drin gewesen, aber ist ja egal. So, und wir werden jetzt mal schnell schauen, was er denn jetzt noch benötigt zum Bauen. Okay, er braucht auf jeden Fall Oak Logs, ein rotes Bett, weißen Teppich und den Rest hat er. Da werde ich mal schauen, ob ich noch irgendwo... ja... was habe. Es sieht aber ziemlich schlecht aus. Wir haben Setzlinge. Da werde ich mir mal ein bisschen Holz holen. Und bei Gelegenheit müssen wir dann wirklich den Forester bauen. Dass wir da auf Dauer zumindest etwas Holz auf Lager haben. Aber zuerst werde ich hier mal ein bisschen zu unserem Camp, sage ich mal, gehen. Zu unserem Supply Camp in die Richtung. Und werde ein paar Bäume pflanzen. Und ja. Noch ein bisschen Holz holen. So, das Holz haben wir ihm jetzt gegeben. Und... da wollen wir doch mal schauen. Okay, er fängt außen an, quasi so die Stützpfeiler, will ich mal sagen, auszutauschen zu Holz. Okay, da kommt ja ein bisschen mehr, andere Farbe, will ich mal sagen, rein. Und da hinten kommt wahrscheinlich so eine Art Tisch. Wir müssen uns jetzt noch um die Wolle kümmern. Wir brauchen ja Teppiche und ein rotes Bett noch. Da werde ich mal losziehen und ein paar Schafe suchen. Oh nee. Ist so einer wieder da? Lass mich. So. Da ist ein Creeper. Der soll uns nicht stören. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter in der Hoffnung, Schafe zu finden hier irgendwo in dieser sehr feindlichen Umgebung. Ich hätte mir vielleicht auch einen Wegpunkt für zu Hause setzen sollen, damit ich vielleicht wieder zurückfinde. Okay, ich glaube bei Nacht... gehe ich in Zukunft nicht mehr raus.
So, mal ein bisschen langsamer. Dass wir nicht so viel Hunger verlieren, sondern lieber heilen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Oh. Oh. Es geht, Skeleton. Da gehen wir mal lieber nicht zu dem hin. Auch wenn in dem verlassenen Portal dort in den Kisten echt gute Sachen drin sein können. Aber bei dieser lebensfeindlichen Umgebung hier. Nope. Das wäre Selbstmord. So. Vielleicht haben wir ja auf der Seite mehr Glück. Also ich bin jetzt quasi hinter der Höhle. Also hier ist unser Supply Camp. Hier war, wo ich vorhin die Bäume angepflanzt habe. Vielleicht haben wir ja hier mehr Glück, auf Schafe zu treffen. Okay, wäre ich mal gleich hier lang gelaufen. Da haben wir unser erstes Schaf. Schön. Zwei Schafe direkt hier. Die werden wir uns merken. Drei Schafe. Wow. Also wir das ist wirklich... Ist das dasselbe wie vorhin oder hat das schon wieder... Wolle gekriegt? Egal. Hauptsache, wir haben... Wo kommen auf einmal die ganzen Schafe her? Also war ich blind oder? Eins. Ja, und die anderen sind schon wieder weg. Ja, egal. Wir müssten, glaub, genug Wolle haben. Sag mal, kriegen die wirklich so schnell wieder Wolle? Also muss ich hier nur 5 Minuten warten und hab dann, keine Ahnung, ein Stack Wolle oder so von 2 Schafen? Ist das so? Na egal. Wolle müssten wir jetzt trotzdem genug haben. War ja im Endeffekt nur ein Bett, was wir brauchen, und 2 weiße Teppiche. Und da es ein rotes Bett war, nehme ich auch mal hier die Poppies mit für ein bisschen Farbstoff. Mal schauen, wie weit auch bis jetzt unser Bauarbeiter gekommen ist. Also der Beetle ist ganz schön groß. Aber ist auch feindselig. Ja, das ist er. Ein riesenfeindlicher Beetle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, da wollen wir jetzt erstmal die Teppiche machen. Da. 2 Stück brauchten wir, das reicht. Dann brauchen wir roten Farbstoff. Kann man auch eine Wolle einzeln färben, ja. Machen wir 3 Wolle. Und dann machen wir uns jetzt unser rotes Bett. Zack. Und geben das nur noch unserem Bauarbeiter. Du brauchst Wolle und ein Bett. Da hast du's. Ja, jetzt der Teppich, noch ein paar Fackeln. Und ich denke, das war's. Was haben wir hier in der 2. Stufe? Ja, sind wir 1 Stufe weiter. Der Aiden wird sich jetzt darum kümmern, die Town Hall abzubauen. Und ich denke, wir werden uns mal dran machen, hier wieder ein bisschen was, ja, zu entfernen von dem ganzen Dreck hier, dass unsere Halle vielleicht auch irgendwann mal wirklich groß genug wird, dass wir hier wirklich gut weiterarbeiten können. Weil vom Platz her kommt es jetzt wirklich schon so langsam an eine gewisse Grenze.
Und ja, wir hätten hier hinten zwar vielleicht noch Platz für ein Gebäude, aber ja, viel halt wirklich nicht mehr. Hier drüben haben wir ja schon oben relativ viel weg, aber na, was brauchst denn du jetzt noch? Brauchst du ein neues Werkzeug? Du brauchst eine Axt? Gold oder Eisen? Da kannst du gerade meine nehmen. Die brauche ich gerade sowieso nie. Und da kannst du weitermachen mit Abbauen. Genauso wie ich. Genau, wir hätten zwar hier hinten noch Platz für, ja, eins, maximal zwei Gebäude. Aber soll ja auch nicht alles so gequetscht sein und von daher werde ich mal ein bisschen jetzt weiter abbauen. So, liebe Freunde, ich habe jetzt hier oben wirklich komplett eine Schicht abgetragen und zwischendurch, man wird es wohl kaum glauben, wir haben einen neuen Einwohner bekommen. Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, deswegen gehen wir mal schnell zu unserer ja fast schon komplett abgebauten Town Hall zurück. Und werden mal schauen. Es war der liebe Carson. Beziehungsweise es ist sogar ein Kind. Wir haben unser erstes Kind bekommen. Wer sind denn deine Eltern? Unser Baumeister, der Aiden und die Robin. Die Robin O'Madden. Was hat die denn für einen Job? Also unser Bauherr zurzeit. Unser Baumeister und die Robin. Ah, unsere Farmerin. Komm, mit dem Glas helfe ich dir mal. Denn das Einzige, was du mit dem Glas machst, ist auch einfach nur kaputt. Also, ja. Kann man das so viel einfacher machen. So, das war jetzt bloß mal so ein kurzer Zwischenstand, dass wir unser erstes Kind bekommen haben. Und ich werde mich jetzt weiter daran machen, hier oben, ja, auszubauen. So, hier haben wir jetzt wirklich einiges ausgehoben, haben, ja, von dem Gang, sage ich, vielleicht nochmal zweimal die Breite ausgehoben. Die Decke ist komplett ausgetauscht. Und wir haben auch jetzt unsere Town Hall fertig abgebaut. Die habe ich auch schon im Inventar. Und da werden wir die jetzt mal platzieren für unser neues Design. Da gehen wir hier auf Town Hall und gehen fast ganz nach unten nach True Dwarven. Und haben dann hier unsere Town Hall, die etwas ja, imposanter ist, etwas größer. Würde ich mal so behaupten, die geht ja, ist auf jeden Fall um einiges größer. da bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher, was das hier von ist. Da wäre es fast sinnvoller, würde ich das alles hier auch nochmal ausheben. Aber ich gehe mal hier hinten schnell die Treppe nochmal hoch. Und da haben wir hier jetzt die Größe der Town Hall. Und die geht, ja, okay, die hat hier sogar so wie ein kleines Dach, ist ein bisschen länglich. Jedenfalls die erste Stufe. Da werde ich einfach mal schnell auf die Stufe 5 gehen. Geht auf jeden Fall dann auch um einiges höher. Also nur schon mal so vorweg. Eingang haben wir hier keinen. Da werde ich das Ganze mal drehen. Okay, ich mache das mal alles ein bisschen höher, dass der Eingang quasi, sage ich mal, auf dieser Höhe wäre, dass ich das besser sehen kann. Mache ich nochmal eins hoch und habe quasi, ja,
Das sieht so aus, als wäre hier Eingang, wäre sogar so wie eine Art kompletter Durchgang. Oder ist das sogar... Nee, es ist wirklich nur ein Durchgang. Das finde ich sogar gar nicht mal so schlecht. Werde es auch gerade so lassen. Versuchen mittig zu platzieren. Da haben wir die zwei Statuen. Die sind jeweils ein Block draußen. Der Weg ist mittig. Werde das jetzt nach unten setzen. Wieder auf die Stufe 1 gehen. Und das ist unsere Town Hall. Stufe 1. Die ist quasi länglich nach links und rechts. Da haben wir hier die Town Hall. Hier hatten wir nochmal so eine Sitzbank oder was das war. Ist jetzt nur aus Cobblestone die erste Stufe, aber wird meiner Meinung nach viel besser hier in die Mitte reinpassen, weil das Cave Design, was wir vorher hatten, ist wirklich nur die Größe, die wir vorher hatten. Und das geht quasi wie so ein Turm nur nach oben. Das ist auf jeden Fall, ja, hat das mehr Stil. Jetzt habe ich sogar hier gefunden. Gehe ich hier auch gleich mal auf die Building Options und lasse die Town Hall aufbauen. Da werden wir auf jeden Fall einiges an Cobblestone brauchen. Aber ich denke mal, da haben wir genug. Es ist aber auch gerade Nacht, so wie es aussieht. Alle gehen ins Bett. Genau, also werde ich auch ins Bett gehen, damit auch am nächsten Tag direkt angefangen wird, die Town Hall aufzubauen. Beziehungsweise wir schon wissen, was wir an Materialien brauchen. Genau, und dieses Cave Design, das passt vielleicht hier am Rand für die Gebäude. Okay, die Robin braucht neues Werkzeug. Aber für die Gebäude, die, sag ich mal, zentral sind oder im Raum freistehend, die können schon ein bisschen imposanter werden. So, was brauchen wir denn für Ressourcen? Cobblestone Wall brauchen wir einiges. Noch ein paar Glass Pane. Das ist das Einzige, was wir noch brauchen. Den Rest haben wir. Da werde ich mal mich dran setzen, die Cobblestone Walls zu bauen. Dass wir die soweit haben. Cobblestone haben wir ja genug. Dann nehme ich erstmal die aus der Kiste. Und werde ein paar, ja, Mauern craften. Sind sogar schon genug. Wunderschön. Was wir halt auch noch brauchen, ist ein Guard, der unsere Einwohner beschützt. Da gibt es die Guard Tower. Wo haben wir es denn hier? Den Guard Tower, der braucht einen Bogen und Holz. Ja genau, einfach irgendwelche Planks rundherum, ein Holzbogen. Okay, ja. Er baut auf jeden Fall fleißig. Deswegen werde ich mich mal in der Zwischenzeit um einen Guard Tower kümmern. Vielleicht haben wir ja auch einen normalen Bogen oben. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber so wie es aussieht, haben wir nur so Special Bögen. Haben wir Strings? Ja, haben wir. Da können wir das auch schnell mal machen. Nochmal ein paar Sticks. Und der Bogen ging, glaube ich, so. Nee, ging er nicht. Wunderschön. Ja, okay, fast. Fast. So, da haben wir unseren Bogen. Da brauchen wir noch ein paar Planks. Da hatten wir unten noch ein paar andere. Die werden wir nehmen. Bevor ich jetzt wieder losgehe und Holz hole, nehme einfach die. Ist ja egal. So, und dann machen wir unseren schönen Guard Tower. Kriegen wir auch zwei raus.
Das einzig Blöde ist, ich hätte halt gerne hier oben einen Guard. Das Problem ist halt nur, ihr seht hier, das ist die Grenze von unserem Dorf, sage ich mal. Aber ich glaube, da werde ich hier einfach das Stückchen rausholen. Und den Guard Tower quasi ein bisschen versetzt nach innen machen. Das ist die Dorfgrenze. Da werde ich hier einfach, ja, oder hier quasi so wie ein Gang nach innen. Und dass da dann der Eingang zu dem Guard Tower ist. Hat zwar nie so wirklich die Funktion, dass er dann oben rausgucken kann. Und ich hoffe, das passt hier dann auch von der Höhe. Beziehungsweise vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht dann im späteren Verlauf, dass er höher ist. Weil, ja okay. Weil er dann raussteht und er auch nach draußen schießen könnte. So, den Guard Tower mit Cave. Ja, wäre jetzt natürlich gut zu sehen, wie der allgemein aussieht. Mache ich ihn einfach mal ein bisschen nach vorn. Okay. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Das ist im Endeffekt jetzt eigentlich erstmal nur so ein Außenposten, wie es aussieht. Der Eingang ist hier vorn. Da werden wir es einmal drehen. So. Wir werden es jetzt reinschieben und nach hinten, dass das genau so aussieht. Wie ist denn die Stufe 5? Ja, passt auch von der Größe her, dass es nicht in die Treppe ragt. Das war dann hier das zum Rausgucken nicht mehr so wirklich da, aber brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Da setze ich jetzt hier unseren Guard Tower hin. Der dürfte jetzt leicht außerhalb stehen. Ist nicht so gut. Da hole ich mir mal schnell ein bisschen Erde und baue das so provisorisch erstmal zu, dass da nichts irgendwie reinkommen kann. So, das bleibt jetzt erstmal unsere Nische. Machen hier schon mal Build Options. Kann dann vom Aiden auch gebaut werden. Und ja, gut. Den Worker können wir noch nie anstellen, weil da ist noch nie gebaut. So, aber wir gehen jetzt trotzdem mal schauen, wie weit er ist. Ob er immer noch bei diesem einen Block hier quasi ist oder ob er schon drüber ist. Sieht man aber wirklich sehr schlecht. Natürlich aus dem Grund, weil hier einfach der ganze Scheiß noch im Weg ist. Aber so wie es aussieht, hier ist Cobblestone, also ist er schon bei der Höhe. Das ist, glaube ich, dann dort, wo die Fenster reinkommen, hoffe ich. Ah ja, genau hier. Also da werden wir jetzt mal kurz auf ihn warten. Oder ist er gerade schon wieder am Rumjammern, dass er irgendwas braucht? Na genau, das war ja irgendwie klar. So, was brauchst du? Ah so, ja genau, du brauchst Glass Pane. So, unser Glas haben wir jetzt. 48 Glass Panes. Ich habe hier auch gleich mal ein paar mehr Öfen gemacht, dass das einfach schneller durchgeschmolzen wird. Auch dann unsere ganzen Erze, die wir haben. Und die werde ich dir jetzt einfach mal so hinwerfen. In der Hoffnung, dass du auch wirklich nur 48 brauchst. Da gucke ich hier nochmal schnell. Ja, 48 brauchst du, Manny. Das passt. So, dann kannst du weiterarbeiten. Aiden. Work, work. Genau so sieht's aus. An die Arbeit mit dir. Und ich hoffe wirklich, dass er das dann auch selber alles aushebt, was quasi im Weg ist. Ich habe da keine Lust drauf. Muss ich ehrlich sagen. Das ist deine Arbeit, Aiden. Du bist hier der Bauer. Also, der Baumeister. Du bist hier unser Bob. So, jetzt habe ich's gesagt. Aber da lassen wir ihn jetzt nochmal schnell ein bisschen weiterbauen und dann melde ich mich dann, wenn irgendwas Interessantes passiert. Okay, liebe Freunde, und hier ist unsere Town Hall. Also, Aiden ist zwar, wie ihr hinten seht, an dem Absperrband noch nie 100% fertig mit Bauen. Es fehlen auch noch die
Torches, die Fackeln. Aber irgendwie hat er gerade ein kleines Problem. Keine Ahnung, was er die ganze Zeit macht. Ich dachte, das liegt vielleicht hier an den Mauern, dass der dort irgendwas versucht abzubauen, das nie abbauen kann. Weil der auf den Mauern dann Fackeln setzt. Ich habe auch wirklich alles hier innen und so selber ausgehoben. Hab hier nochmal einen Dreiergang rundherum gemacht, weil ich dachte, ja, vielleicht will er Außenfackeln setzen, kann das aber nie abbauen, warum auch immer. Und ja, jedenfalls, das ist jetzt unsere Town Hall, unsere neue Town Hall. Ein bisschen größer, ein bisschen imposanter wird sie dann hoffentlich. Hier mit einem großen Schreibtisch, mit dem Block. Auf jeden Fall levelt er die ganze Zeit auf, auch wenn er nur in die Luft schlägt. Und hier drüben haben wir dann noch so, keine Ahnung, ich würde sagen eine Anmeldung, bevor man zum Bürgermeister geht. Und ja, ich werde das versuchen hier nochmal zu fixen, dass er das hier nochmal fertig kriegt. Aber ja gut. Wenn es nie ist, dann muss ich mir was anderes überlegen lassen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dieser Folge. In der nächsten Folge wird dann oben der Guard Tower gebaut. Ich suche mir vielleicht einen Platz für unseren Forester, damit unsere fünfte Person einen Job kriegt. Ah ne, hat er ja schon wegen dem Guard Tower. Dann werde ich noch mal ein Haus upgraden lassen. Für den Forester werde die Town Hall vielleicht auch gleich Stufe 2 upgraden lassen. Keine Ahnung, auf jeden Fall einiges zu tun. Vielleicht werde ich auch was komplett anderes diesmal machen. Aber ja, seid einfach gespannt. Kommt beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin. Ciao.